Der Warntag 2024. Wir sind gerade auf dem Weg Richtung Bad Lippspringe. Eine Helin SES 1200 müsste das sein. Waren wir bisher noch nicht. Schauen wir mal. Ich habe heute drei Handys dabei. Und ja, wir werden mal sehen, wie es diesmal abläuft. Ob alles sauber diesmal ist. Nicht so wie letztes Jahr. Alles verzögert wie Sau. Wir werden sehen. So, hier sind wir angekommen. Da oben ist sie. Da gehen wir gleich auch näher hin. Das ist eine Helin, müsste HES 1200 sein. Glaube ich zumindest. Mein Bruder hat ein näheres Bild gemacht. Das kann ich auch gerne mal einblenden. Oder findest du es auf die Schnelle? Genau. Ja. Und hier haben wir auch unsere Smartphones. Die haben keinen Bock darauf zu reagieren. Nee. So. Da ist Telekom dran. Die beiden sind ohne SIM. Dann schauen wir mal, ob sie überhaupt läuft. Mhm. 11 Uhr. 11 Uhr? 11 Uhr. Dann müsste jetzt normalerweise gleich was kommen. Ja. Telekom. Das ist die nicht. Die große auf dem Dach. Das ist die große im Battlespringe. Mhm. Läuft aber geschmeidig. Die läuft geschmeidig, aber richtig geschmeidig. Ach, guck mal. Hier ist die nächste Warnung. Presidential Alert Test Note. Mach mal da Ding und so. Wenn du die Tür aufhast, mach mal das Ding ab. Und auch. Psst. Hallo. Wir können ruhig durch. Wir filmen nur die Sirene. Bei dem Springen geht nur einer einzige. Das ist die da hinten. Ja.
einen kaputten Treiber. Die ist aber nicht sehr laut. Die hat einen, die hat einen kaputten Treiber. Müsste jetzt eigentlich gleich losgehen. Damit ist der Sirenenbahntag für 2024 beendet.